Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. So, wir sollen uns mit der guten Fischerin unterhalten. Ihr seid wach? Halbwegs erholt? Ach, ja, danke. So gut, es geht einigermaßen. Und vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe nur getan, was jede andere wegestreue Endraleerin auch getan hätte. Euer Kumpan hat mir erzählt, was uns blüht. Krieg. Es fällt mir schwer zu glauben. Ihr solltet euch jedenfalls warten, denn vermutlich werden sie die Küstenstädte wie Dünenheim zuerst attackieren. Sehr beruhigend, das zu hören. Aber ich schätze, in Dünenheim sind wir gut dran. Solange das Tor zur Kaverne geschlossen ist, gibt es so gut wie keine Möglichkeit für sie, die Höhle irgendwie zu stürmen. Was natürlich nicht für die Plantagen und Minen gilt. Oh je, was für ein Chaos. Ernsthaft, diesen Erimesen ist doch wirklich nichts mehr heilig. Jahrtausende lang hat zwischen den Ländern der zivilisierten Welt Frieden geherrscht und jetzt sowas. Ketzer sind das doch allesamt. Sollen sie im Sonnenfeuer brennen? Am besten ihr ruht euch noch ein wenig aus. Ihr seht nach wie vor mitgenommen aus. Ich wecke euch, wenn wir anlegen. Na, danke. Das Problem ist, wenn die Nerimesen im Sonnenfeuer grillen, dann tun wir das auch. Und Wartezeit. Also, ja. Wir werden unser Bestes geben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde. Aber jetzt im Moment würde ich mir wünschen, die Garde hätte ja die Hosen an und nicht diese Aufpasser. Die wissen wenigstens, wie man einen Krieg führt. Naja, ihr solltet so schnell wie möglich zum Orden zurückkehren. Und zeigt diesen nerimesischen Ketzern, wessen Land das hier ist. Werden wir. Und noch einmal danke für eure Hilfe. Ja, auch danke von mir. Wie gesagt, keine Ursache. So, hier wären wir auch wieder in Reichweite der Teleportrunen. Ich werde mich gleich nach Ark aufmachen. Wir sehen uns dann dort. Und da ist er dann auch. Losgehüpft. Kalia im Tempel suchen. Ich sag's ja immer, ich habe keine Ahnung, wie es der Kerl zum Captain geschafft hat. Hat er eigentlich irgendwas drüber gesagt, was wir wegen dem Mast machen werden? Nö, was auch. Kohle, um den zu kitten, ist ja sowieso nicht genug da. Scheiße, dieser verdammte Sturm, echt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir blöd genug waren, um da geradewegs reinzufahren. Was heißt da blöd genug? Selbst der alte Charon hat gesagt, dass es sicher ist. Weil sich sein Räumer nicht gemeldet hat? Sag schon wieder bloß, du glaubst diesen Schwachsinn wirklich. Bisher hatte ich immer recht. Du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ahoi! Ahoi. Gut, er hat nichts Interessantes. Ich dachte, er hatte da vielleicht einen Auftrag für mich. Moment, ich möchte mal schon nachgucken. Kalia im Tempel suchen. Kalia wird erleichtert zu sein, zu hören, dass Jesper und ich wohlbehalten in Enderal angekommen sind. Ich sollte mit ihr sprechen, sobald sich die Möglichkeit dazu ergibt. Vermutlich finde ich sie im Tempel. Einer meint sie den Sonnentempel, meint das Journal den Sonnentempel. Mein Journal, ich habe es geschrieben. Oh. Hab ich denn... Der hat mir mein ganzes Zeug wiedergegeben, bevor ich... Das ist ja nett. Gut, dann. Hallo? Es schwindet das Licht am Ende des Tags. Die Sonne sinkt schwer. Ihr seid nicht von hier, was? Gebt auf euch acht. In letzter Zeit geht es hier drunter und drüber. Ja, danke, aber ich wollte eigentlich kaufen und verkaufen. Überm Sternenzelt. Ja? Zurückbleiben wir, die wir. Hallo. Ruhe da hinten! Ohne dein Leuchten
Ja? Sternenzelt, dort schreite nun wohl bis ans Ende der Zeit. Von den Schreitet Mühlen wohl des Lebens auf ewig befreit. Hier schließt sich der Kreis von Geburt und Vergehen. Nun wirst du das Wunder der Unendlichkeit sehen. Dein Weg führt dich fort von unserer Welt in die ewigen Pfade überm Sternenzelt. Wenn Malfas uns ruft, kommt auch unsere Zeit. Dann folgen wir dir in die Ewigkeit. Geht weiter. Ach, du kannst die Stimmung auch verderben, ehrlich. Äußerst noch was hier? Nee. Seid willkommen, ihr frohen Zecher, kommt heran und leert die Becher 15 Mal, soll es geschehen. Und wir fangen an zu ziehen. Einmal nur der Freude. Ah, verstehe. Bleibt fern von der Pulverklippe. Auf Geheiß des heiligen Matrosenkrieg wird jedem wegestreuen Reisenden dringend davon abgeraten, sich zur alten Minensiedlung der Pulverklippe oder in dessen unmittelbarer Umgebung zu begeben. Mögliche Gefahren umfassen lebende Titten, Knochenreißer, Tod von Ohren? Hinten? Ach, Tod von hinten? Nee, von Ahnen. Kreis, Signiere, Dalvera, Truchess der heiligen Nutten. Was gibt's da oben Spannendes? Fasziniert von diesem Ort. Ich möchte nicht gleich wieder weg. Oh. Hä? Ah, ich verstehe. Und hier kommt man wahrscheinlich genauso runter. Was hat's hier? Also das Gefängnis. Das Gefängnis interessiert mich nur nicht. Woher wusste eigentlich Pulverwüste? Woher wusste eigentlich Syra über diesen Ort Bescheid? Geht weiter. Naja, hier würde ich wohl nichts kaufen können. Die Herrscherin der Unterstadt, wenn die Nacht
Aber ich könnte Wasserpfeife rauchen. Da drüben ist unsere Retterin. Da ich mein Geld ja zurückbekommen habe. Ah, jetzt sind wir hier unterhalb, okay. Hätte ich jetzt natürlich die Gute auch bezahlen können. Interessant, wo geht's dahin? Auch zur Pulverwüste. Und da der interessante Mechanismus, den ich da vorhin gesehen habe. Was Dampfgetriebenes? Hallo, Maxus? Maxus? Oh, sieht ziemlich gefährlich aus hier bei euch. Ja, du bist da in Gedanken vertieft und möchtest nicht gestört werden, nicht verstehen. Gut, dann rüste ich mal einen Teleportzauber aus. Ich habe genügende bekommen. Teleport. Da sehe ich jetzt eine Rolle. Ja. Teleport nach Ark. Ark habe ich nur 2, Sonnentempel habe ich 3. Ich möchte eigentlich wirklich. Ah, warte mal, im Sonnentempel hat es ja auch. Hat's ja auch jeden. Ach, hoffentlich entzünde ich den jetzt nicht auszusehen, das Öl da. Die Disziplin Hüter verbessert euren Umgang mit schweren Rüstungen und Schilden und lehrt euch nützliche defensive Fähigkeiten. Da fällt mir ein. Ich muss nicht nur das Zeug verkaufen, das ich bei mir trage, ich muss auch noch das Zeug verkaufen, das ich in die Kiste gepackt habe. Und töricht ist es von uns, Tag und Nacht unser Leben zu hinterfragen. Wow. Warte, Landung, Leute. Ach, es ist Nacht. Ja. Auch hier. Mist. Warte mal. Macht ja nichts mit der Nacht. So, den allgemeinen Seelenstand kann ich mal da lassen, ohne Seele. Das alte Getriebeteil kann ich ablegen. Amethyst. Armseliger Stein ohne Seele. Assassinenkörper des Schützen. Eine Axt. Axt braucht man gelegentlich. Das brauche ich auch alles nicht. Und Quarz brauche ich nicht. Das brauche ich natürlich. Das ist ja mein guter alter Bauplan. Diebestiefeln. Festlederhandschuhe, Festlederhelm, pyräischer Helm. Schlichter Holztisch. Schlichter Stuhl. Davon haben wir auch 2. So, außer Anhänger der Konstitution behalte ich natürlich. Cremetorte werde ich wohl auch brauchen. Den Zauberbrecher. Wow, gehört zu schwerer Rüstung, aber ganz schön heftig. Gut. Drachenfrucht haben wir da unterwegs.
gefunden. Die edlen Schuhe sind noch die alten. Edle Wildmagierrobe. Die ist natürlich zu verkaufen. Einzelteile kann ich hier auch mal ablegen. Ich muss ja meistens Kisten da, wo wir Sachen haben. Ich habe noch eine Eispranke. Ich habe viel zu viele Fackeln. So, feine Lederhandschuhe, feine Stiefel, festländer Armschutz, festländer Schuhe, brauche ich alles nicht. Feuersalz kann man alle ablegen. Fleckenpilz, Fleisch nicht, Flöte ja. Fuchspelz kann man ablegen. Geistertuch können wir ablegen. Die Gesellenbücher können wir auch alle ablegen. Die gibt es alle nachher zum Verkauf. Hallimarsch und Glühwürmchen. Kilianische Gewandung trage ich immer noch mit mir rum. Ja, die kleinen Seelensteine ohne Seele alle. Kohle braucht man unterwegs keine. Lachs, Fleisch, Lachs. Oh, wo habe ich denn eine Laute her? Die kann man alle ablegen. Die Lehrlingsbücher auch alle. Malachitbahn, Granatstein, Mana-Pilze. Brauche ja kein Mana. Dann gilt das gleiche natürlich für die Mana-Tränke. Muschelfleisch. Nägel muss ich nicht dabei haben. Wo habe ich denn Orange her? Achso, ja klar, da hatte ich ja unterwegs gepflückt. Die Pferdeflöte brauche ich natürlich dabei. Oh, die braucht man dann demnach auch nicht. Bögen und Schlösserknacken brauchen wir. Ein Rubin. Oh, und einen Runenbogen mit 22 gegen einen. Ah, das mache ich ganz am Schluss. Runenbogen. Runengroßschwert muss ich nicht dabei haben. Die Schale nicht. Eine Schaufel reicht mir. Schlammschnorcheldings. Oh, nicht. Das brauche ich. Das brauche ich nicht. Die Silberschwerter, alles super was wert. Brauchen wir aber auch nicht dabei zu haben. Ha, warte mal, ha! Ja, das war ein grüner Edelstein. Jetzt brauche ich nur noch eine Goldschüssel, einen Goldkelch. Da haben wir keinen. So, Bronzeanhänger der Konstitution. Ah ja, hier Eichenbogen. Der hat nur 18 Schaden. Der macht 26 mit Frosthaucheffekt und der andere macht 22 ganz ohne Effekt. Das ist schon toll. Also, wieder weiter runter, weiter runter, weiter runter. Eine Schaufel brauchen wir. Den Smaragd haben wir gerade festgestellt. Brauchen wir. Das Stahlschwert der Feuerbrunst brauchen wir. Stahlbarren brauchen wir nicht. Stärketrank, je nachdem. Die Wurzel nicht, den Teller nicht. Das ganze Trollfett nicht. Ich habe immer noch verdorbenen Käse dabei.
Braucht man auch nicht. Zange. Ziegenhaut. Und dann sind wir durch. Okay. Gerade nochmal so schauen. Das sind meine beiden Schwerter. Der Runenbogen, der Eichendings. Die Spitzhacke. Bei der Kleidung haben wir auch was verbrauchen. Gut. Ah, 168 zu 384. Und wenn ich jetzt noch schnell eine Eisbranke esse. Dann sollten sie ja eigentlich sogar 385 sein, genau. Aber ich will jetzt eigentlich dann, ich habe jetzt sicher noch einen Haufen Lernpunkte bekommen. Das kann ich gleich nachschlagen, Grüße. Wenn ich da drin bin. Grüße. Wir haben 20 Lernpunkte, können also 20 Lehrbücher lernen und 22 Handwerkspunkte. Das heißt, Rhetorik und Handwerkskunst könnten wir auch mal aufmöbeln. Leichte Rüstung sollte ich... Da habe ich jetzt viel durch unser Rüstungsset, aber nicht so viel durch eigene allerdings. Zweihand brauchen wir natürlich nicht wirklich. Einhand ist auf 34, 35. Müssen wir erhöhen. Fernkampf müssen wir unbedingt erhöhen. Parade. Bestimmte Schaden, den ihr durch das Parieren feindlicher Angriffe mit eurem Schild oder eurer Waffe abwehren könnt. Parade unterliegt den Erinnerungen des Hüters. Ich bin mir einfach eigentlich nicht ganz sicher, ob ich Parade nicht ausbauen sollte, weil ich nicht weiß, ob wenn ich mit zwei Schwertern arbeite, ob ich dann eine Parade machen kann überhaupt damit. Wenn es einer weiß, schreibt es mir in die Kommentare. Danke euch. So, also erstmal wieder raus hier. Grüße. Ja, ja, ich grüße auch. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Nee, habe ich nicht. Da. Sie ist zu Hause. Was will ich hier eigentlich so dringend erzählen? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe Zeit. Vielleicht kann ich jetzt noch ein klarer darüber werden, was ich eigentlich will. Soll ich hier reingehen? Zumindest versuchen zu verhandeln. Ihr kennt seine Forderungen. Das ist keine Basis für Verhandlungen. Ich wollte nicht zu Thealo. Ich wollte zu Kalia. Die Aufzeichnungen, die Erinnerungen der Propheten. Wenn er das nur begreifen. Taranor Koarek würde sich eher von seinem Kamm trennen, als sich einen Fehler einzugestehen. Glaub mir. Ein Gemächer des Großmeisters möchte ich nicht. Sicherlich hat der Großmeister schon eine Lösung parat. Schließlich war ich hier da auch unten? So schnell darin, Koareks Verhandlungsversuche im Keim zu ersticken. Zuerst warten wir auf die Rückkehr der Gruppe. Dann sehen wir weiter. Aber es ist schon... Mesdames, Messieurs... Ihr seid die, die sie die Prophetin nennen, richtig? Wo wart ihr so lange? Hm. Und wo ist Konstantin? Das... ist eine lange Geschichte. Ich habe ihm doch gar nichts erzählt. Verflixt. Und das waren seine letzten Worte? Ich kann das nicht glauben. Nur ein weiteres Opfer der Hohen. Und wenn wir das Leuchtfeuer nicht bald gangbar machen, wird es nicht das letzte sein. Richtig, das Leuchtfeuer. Wenn das erstmal steht, dann können wir den roten Wahnsinn einfach wegleuchten, nicht wahr? Alternativ könnten wir auch endlich beginnen, nach einem alchemistischen Heilmittel für diese Krankheit zu suchen und die Verhandlungen mit Nerim wieder aufnehmen. Im Arsch des Propheten, könnt ihr nicht einfach mal die Klappe halten? Ihr tut den ganzen Tag nichts anderes als Sprüche zu klopfen, die uns, abgesehen davon, dass sie nerven, der Lösung keinen beschissenen Schritt näher bringen.
Wieso verschwindet ihr also nicht einfach ins nächste Badehaus und quält die Waschweiber dort mit eurem ewigen Lamento? Damit wäre ausnahmsweise mal jemandem geholfen. Das nehmt ihr zurück. Tue ich das? Kommt doch her und zwingt mich. Blasphemie. Reicht es aber. Das ist Blasphemie. Sonst was? Blasphemie? Darin seid ihr ja gut. Wenn die Götter tot sind? Beschissener Orden. Ruhe! Ihr seid wütend, Lishari Pegast. Und das verstehe ich. Aber in dem Moment, in dem ihr eure Wut dieses Bündnis zerreißen lasst, war Funkenschlags Opfer umsonst. Ist es das, was ihr wollt? Ich... Ist es das, was ihr wollt? Nein. Nein, das will ich nicht. Gut, denn ich bin es leid, meine Zeit mit diesen albernen Streitigkeiten zu vergeuden. Wir haben eine Verantwortung und der werden wir nachkommen. Schön gesagt, Arantea. Und wie genau stellt ihr euch dieses Nachkommen vor? Ohne die Energiequellen nützt uns das Leuchtfeuer ungefähr so viel wie ein Haufen Altmetall. Die Chronisten forschen daran, was diese Quellen sein können, und sie werden die Antwort finden. Novize, hol Kommandantin Erin. Wir müssen die Verteidigung des Landes planen. Prophetin, trefft mich am Leuchtfeuer, sobald ihr euch erholt habt. Jetzt an die Arbeit. Bitte, Thealor. Was Jorik der Sonne sei Dank habt ihr es geschafft. Konstantin hat es nicht verdient, so zu sterben. Das ist nicht gerecht. Vielleicht war sein Geist an ihm einfach nicht gewachsen. Dann sind wir es alle nicht. Konstantin war vielleicht nicht der umgänglichste Zeitgenosse, aber er war ein verdammt fähiger Magier. Ich muss so bald wie möglich mit euch sprechen. Es geht um das Siegel bei den Söldnerbriefen. Ich glaube, ich habe eine Fährte. Ein Siegel bei den Söldnerbriefen? Der Auftraggeber stammt aus Enderal. Genau genommen aus Ark. Aber sprechen wir nicht hier darüber. Trefft mich, sobald ihr könnt, im tanzenden Nomaden. Ich werde im hintersten Zimmer auf der rechten Seite sein. Klopft einfach dreimal. Zimmer, rechte dann öffne ich euch. Also da, wo Freund wohnt. Wieso die Geheimniskrämerei? Warum wohl? Hinterstes Zimmer rechts. Und beeilt euch. Beendet das Emporium verlassen. Thealor, Arantheal am Leuchtfeuer treffen. Optional Arantheal auf den Streit mit der Truchessa ansprechen. Ach man, ist die Dings da, die Truchessa? Ich will ihn jetzt aber nicht ansprechen, ich will zu... ich vergesse den Namen immer. Wollte schon Alia sagen, aber Alia ist das ein ganz anderes Universum. Ist euch der Schwierigkeitsgrad Meister zu leicht, könnt ihr das Spiel auf eiserner Pfad umstellen. Ja, das ist schön gesagt. Hüterin. Du kommst bekannt vor? Was wollt ihr? Freiheit? Na, das ist Lishari, oder? Ja. Nein, ich suche jemanden. Und ich weiß nicht, warum ich sie suche. Kalia. Warum ich Kalia eigentlich suche. Da ist er. Das wollte ich gerade aufgeben. Saira. Es tut gut, dich zu sehen. Danke. Ich habe gehört, was auf der Halbmondinsel geschehen ist. Es ist ein Wunder, dass du und der Söldner es unbeschadet zurückgeschafft habt. Aber Krieg. Das ist doch so verrückt, so unnötig und verrückt. Ja, das finde ich auch. Das gibt es Schöneres. Koarek realisiert nicht, dass er den Hohn in die Hände spielt. Vielleicht ist das selbstbesessen?
Wenn das so ist, dann haben wir das Wirken der Hohn bisher weitaus oberflächlicher betrachtet, als wir es hätten tun sollen. Sag mir, Saira, wie ist es möglich, dass wir alle so unterschiedliche Auffassungen davon haben, was das Beste füreinander ist? Warum wollen wir einander immer an die Kehle? Vielleicht liegt es einfach in unserer Natur. Ich weiß nicht. Weißt du, was mir so schwerfällt zu verstehen? Warum gibt es so wenige Menschen, die all das überhaupt kümmern? So wenige, die wie du und ich den Wunsch verspüren, etwas zu ändern. Es gibt Momente, da fühle ich mich einfach so verdammt machtlos. Als reiten wir alle auf den Abgrund zu, die Hände in die Luft gestreckt und mit einer Binde um die Augen gewickelt. Und obwohl wir spüren, dass es bergab geht, wenn wir nicht bald etwas ändern, tun wir nichts. Aber das ist doch genau der Punkt. Du meinst, du verstehst nicht, warum den meisten Menschen egal ist, was auf der Welt passiert? Ich meine, das ist der Punkt. Es ist ihnen nicht egal, deswegen kommen sie auf so Ideen, dafür zu streiten. Also du meinst, du verstehst nicht, warum den meisten Menschen egal ist, was auf der Welt passiert? Ja, ich meine, ist es denn so schwer zu sehen, dass die Welt, in der wir leben, eine so viel bessere sein könnte, wenn wir alle einen Arm weit weiterdenken würden als vor unsere eigene Haustür? Du verstehst doch, was ich sagen will, oder? Du kennst dieses Gefühl doch bestimmt auch. Na gut, das dachte ich mir. Wenn ich an all das denke, fällt es mir oft so schwer, keine Wut zu empfinden. Nimm die Oberstädter mit ihren exotischen Düften und bunten Gewändern. Sie könnten doch so viel ändern, wenn sie einfach nur wollten. Aber nein, sie tun es nicht, weil ihnen das Schicksal der Armen und Mittellosen einfach egal ist. Manchmal wäre ich wirklich versucht, welche von ihnen am Kragen zu packen, sie in die Unterstadt zu zerren und ihre Gesichter in den Dreck zu reiben. Sie zu zwingen, nur ein einziges verfluchtes Mal hinzusehen. Aber vermutlich würde selbst das nicht helfen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir stehen immer nur dann für etwas ein, wenn es uns unmittelbar betrifft. Wer kämpft schon gegen Armut, wenn er nicht selbst einmal darunter zu leiden hatte? Hast du recht, leider? Ja. Herrje, da überlebst du gerade so eine Mission und schon bin ich wieder da, um dich mit meinen düsteren Gedanken zu bombardieren. Ich schätze, ich bin einfach nicht die Richtige für heitere Gespräche. Tut mir leid. Muss es nicht. Ich genieße unsere Gespräche. Naja, die Invasion der Nerimesen stellt uns vor eine große Herausforderung. Wir sollten uns darauf vorbereiten. Naja, ich habe schon bei den Pyreern gesehen, dass wir eigentlich keine Chance gegen sie haben. So, jetzt sollte ich da hoch. Alo, da oben mal wieder mit mir reden will. Oh, warte mal. Ja, die Maschine hier angefangen aufzubauen. Hier oben. Was? Beschäftigt? Moment. Hallo. Was war das eben im Emporium, euer Streit mit Atara? Belanglos. Dieser wahnsinnige Korek mischt die Karten komplett neu. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Ihr habt es sicherlich schon gesehen. Ja, ich habe das Leuch vorher schon gesehen. Das ist nicht zu übersehen. Physisch ja, und wir wissen nun, wie es funktioniert. Und warum es tatsächlich den Zyklus aufhalten kann. Oh, und wie? Es ist simpler, als wir gedacht haben. Es ist eine Konstruktion, die, sobald sie vollendet ist, in der Lage sein wird, die Hohen zu vernichten. Vernichten, ja. Ich bin gerade... Aber wie soll das funktionieren? Die Hohen sind doch... Immateriell, ja. Am ehesten sind sie mit Kälte oder Schatten vergleichbar.
Allgegenwärtige Elemente, die aber für uns ungreifbar sind. Energie, wenn ihr so wollt. Aber jede Energie hat auch ein Gegenstück. Kälte, das Feuer, Schatten, das Licht. Und die Hohen, das Leuchtfeuer. Ihr meint, das Leuchtfeuer kann eine Art Energie freisetzen, die Hohen vernichtet? Die sie annulliert, ja. Stellt es euch wie eine Fackel vor, die im Moment ihres Zündens die Dunkelheit vertreibt. Nur, dass das Leuchtfeuer die Hohen permanent bannt. Gut, und was fehlt uns noch, um es zu aktivieren? Jerim erwähnt etwas von Quellen? Ja, das sind die drei Fassungen, aus denen es Kraft bezieht. Sind sie gefüllt, kann das Leuchtfeuer entzündet werden und damit die Hohen annullieren. Zumindest laut den Aufzeichnungen. Aber ihr habt es schon gehört, wir wissen noch nicht, was die Quellen sind. Gebt den Arkanisten also noch etwas Zeit. Ich werde euch wissen lassen, wenn es Neuigkeiten gibt. Seht bis dahin zu, dass ihr euch angemessen ausrüstet. Manche der Nerimesen sind schon an Land und die Ausbrüche des roten Wahnsinns werden immer häufiger. Gibt es denn nichts, was wir gegen den roten Wahnsinn tun können? Beispielsweise ein paar Splitter unterm Volk verteilen? Es sind nicht genug. Und die wenigen, die wir noch haben, müssen wir uns erhalten, im Falle, dass etwas Unerwartetes passiert. Das Einzige, was wir tun können, um diesen Wahnsinn zu stoppen, ist, die Hohen so schnell wie möglich zu vernichten. Doch, es ist ein Kühlmann. Was meint sie damit? Ich schätze, jetzt macht es keinen Unterschied mehr. Dank euch tappen wir nicht mehr im Dunkeln. Und wenn ihr ehrlich zu mir wart, dann werde ich es auch sein. Ist euch die Nacht der 1000 Feuer ein Begriff? Nur vage? Zwischen 8182 und 8190 nach Sternenfall gab es in Kyra eine Untergrundbewegung namens Roter Halbmond. Entstanden aus einem Haufen Denker und Philosophen, die unter all der Freiheit, die der lichtgeborene Saldrin ihnen auf Kyra gewährte, begannen, den Herrschaftsanspruch der Goldenen Königin anzufechten. Der Freie, die Saldrin begriff sich als Gott der Weisheit und des Wissens. Dementsprechend beherrschte er auch sein Land und, besser gesagt, ließ es beherrschen. Keine Meinung ist auf Kyra verboten. Und neben den unzähligen Magierzirkeln gibt es auch Dutzende von Schulen und Universitäten, wo den ganzen Tag nichts anderes getan wird, als über den Grund des Seins zu diskutieren. Ein schöner Gedanke, wenn man ihn das erste Mal sieht. Aber eine scharfsinnige Bevölkerung ist nicht die stabilste. Der Rote Halbmond ist der Beweis dafür. Sie revoltierten gegen die Götter, wie euer Sohn? Ja, wie mein Sohn. Aber sie taten es wie die Feiglinge. Mit Totenkristallen in den Konferenzen des Rats und mit Morden. Zwar gelang es ihnen nie, die Goldene Königin selbst zu ermorden, aber ihr gelang es auch nie, sie unschädlich zu machen. Deshalb wurden wir 7 Jahre später einberufen. Eine Division des Götterordens, angeführt von mir, einem jungen Feldherr, noch keine 30 Winter alt. Sie haben euch einberufen? Hatte der Orden der Götter keinen Stützpunkt auf Kyra? Keine ernstzunehmende. Nicht überall war der Götterorden so stark wie auf Enderal oder auch auf Nerim. In Kyra wurden wir verspottet. Ich habe den Haufen Hüter im Palast der Goldenen Königin gesehen. Sie waren lachhaft. Ein Haufen verfressener Bürokraten, die sich lieber den Gelagen am Hof als dem Willen der Götter widmeten. Also solltet ihr das tun, woran die kyranischen Hüter versagten? Was ist passiert? Einen Mond nach unserer Ankunft begannen wir anonymen Hinweisen über ein angebliches Nest des Roten Halbmonds zu folgen. Ein Stützpunkt in einem kleinen Küstendorf. Als wir in das Dorf einmarschierten, erwarteten uns die Ältesten vor dem Ratshaus. Die Dorfbewohner hatten sich hinter ihnen verschanzt, ein Pulk aus Menschen, und starrten uns angst- und hasserfüllt an, als wären wir Raubritter. Ich hätte dann schon merken sollen, dass etwas an der Sache faul war. Ihr meint, die Dorfbewohner fürchteten euch? Wieso? Jetzt kam doch auch der Auftrag von der Königin. Stimmt. Aber der Rote Halbmond hatte Wort gesät, dass wir allesamt nichts als fanatische Schlechter wären, die jeden, der die Offenbarung der Lichtgeborenen nicht Wort für Wort rezitieren könnte, mit dem Tod bestrafen. Sie hatten ganze Arbeit geleistet. Also war die ganze Sache ein Hinterhalt?
Das wollten sie uns glauben lassen. Und sie taten es gut. Eine vermummte Gestalt hier, ein Bogenschütze auf den Dächern dort. Ich bekam es mit der Angst zu tun. Denn mehr als 3/4 von uns waren eingekesselt. Als dann ein Mann aus der Menge hervorgesprungen kam, gab ich den Befehl. Es war genau der Funke, den es gebraucht hat. Es kam zum Gefecht. Ja, es war ein Massaker. Die Dorfbewohner hatten Mistgabeln und Hirtenstöcke und wir hatten Schattenstahlschwerter. Schon nach den ersten Sekunden merkte ich, dass ich einen Fehler gemacht hatte, aber es ließ sich nicht mehr stoppen. Am Ende des Tages gab es 300 Tote. 10 davon waren Hüter. Aber wozu das Ganze? Ihr sagt, sie wollten euch das glauben lassen. Heißt das, der Rote Halbmond hat diese Auseinandersetzung provoziert? Ja. Und ich bin darauf angesprungen, wie ein Narr. Nach dem Gemetzel zog der Orden wieder ab. Wir hatten die gesamte Bevölkerung Kyras gegen uns. Und selbst die Herolde der Goldenen Königin konnten nichts dagegen tun. 2 Jahre später zerstörte sich der Rote Halbmond selbst durch innere Machtgefechte. Das Dorf ist heute eine Ruine. Oh, er hätte die Ruhe bewahren müssen. Vielleicht. Der damalige Großmeister und angeblich selbst die Seraphen hatten das Verständnis, das ich für mich nicht aufbringen konnte. Aber ich weiß eines. Dass ich mich bei meinen Entscheidungen nie wieder aus Angst um mein Leben aus dem Gleichgewicht bringen lassen werde. Was in Kyra geschehen ist, war die Schuld meiner Feigheit. Das wird mir in dieser Schlacht nicht mehr passieren. Weißt du, ich meine das wegen des Zyklus. Ja. Dieser Kreislauf, habt ihr eine Vermutung, wie lange das schon so geht? Die Kyräer sprechen davon, dass es bereits seit Äonen so geht. Seit diese Welt, seit das Meer der Eventualitäten besteht, besteht auch der Zyklus. Es scheint eine Konstante der Existenz zu sein. Und keiner Menschheit ist es bisher gelungen, den Zyklus zu brechen. Das ist entmutigend. Den Pyräern ist es nicht gelungen. Und den Dutzenden Zivilisationen vor ihnen auch nicht. So viel wissen wir. Aber was davor war? Der Blick in die Vergangenheit ist begrenzt. Fakt ist, dass der Zyklus für uns eine reale Bedrohung darstellt. Und das ist alles, was für den Moment zählt. Könnt ihr mir noch mehr über die Boten erzählen? Was macht uns aus? Das kommt darauf an, wen ihr fragt. In manchen Aufzeichnungen der Pyräer werden wir als Auserwählte bezeichnet. Aber das halte ich für falsch. Die richtige Bezeichnung wäre Schachfiguren mit eigenem Willen. Was auch immer hinter dem Zyklus steckt, es hat uns Kräfte gegeben und damit eine Aufgabe. Aber es liegt an uns, sie zu erfüllen. Und was genau sind unsere Aufgaben? Genau kann ich euch das nicht sagen, nur andeutungsweise. Meine ist es, den Kampf gegen die Läuterung zu leiten, die Kräfte zu einen und eure, die Vergangenheit zu lesen und uns das Wissen zu verschaffen, das für einen Sieg notwendig ist. Wie genau das geschieht, das müssen wir herausfinden. Also wenn es nach unserem verstorbenen Freund geht, dann sind wir diejenigen, die das Problem sind. Diese Vision, die ich habe, das Echo der Zukunft, wie genau funktioniert das? Ich weiß, wie das funktioniert. Wie gesagt, mein Wissen ist begrenzt. Aber stellt es euch so vor, als dass es euch einen Einblick in das ermöglicht, das uns Menschen verbindet. Unser Unbewusstes. Ihr meint den Ort, von dem auch eure Träume kamen, das kollektive Bewusstsein der Menschheit? Ja. Wisst ihr, die meisten Menschen begreifen sich als von dem Rest der Welt abgetrennte Entität. Und obwohl das teils der Wahrheit entspricht, gibt es etwas, das uns verbindet. Dunkle Ecken unseres Geistes, auf die wir selbst kaum Zugriff haben. Man muss über keine übernatürlichen Gaben verfügen, um das zu spüren. Ihr hattet es sicher auch schon mal. Einen Moment, in dem ihr genau wusstet, was der andere denkt oder gleich tun würde. Gerade Menschen, die sich im Blute nahestehen, Kinder und ihre Mütter, Geschwister, besonders Zwillinge, fühlen diese Verbindung meist stärker als andere.
Was wollte mir sagen, dass irgendwie alle Menschen miteinander verbunden sind? Korrekt. Und während die meisten diese Verbindung bestenfalls durch ein dunkel getöntes Glas sehen, steht für euch in den Momenten, in denen ihr diese Visionen habt, das Fenster weit offen. Aber wie erklärt ihr euch denn, dass ich Erinnerungen der Pyrea sehen kann? Sie sind seit Jahrtausenden tot. Ihr Körper vielleicht, aber die Spuren, die sie hinterlassen haben, nicht. Alles, was war, alles, was ist und alles, was jemals sein wird, es existiert bereits im Meer der Eventualitäten. Das ist die Grundlage der Magie. Und Zeit. Zeit ist keine gerade Linie. Nur die Barrieren unseres Geistes lassen sie uns so erleben. Visionen, Vorahnungen, Träume, die Realität werden. Es sind alles Wellen aus dem Meer, die in unsere Wirklichkeit überschwappen. Es gab schon immer Menschen, die sie lesen konnten, aber keine konnten es so gut, wie ihr es durch das Echo könnt. Genau, das Echo. Okay, komme ich hier irgendwie raus? Es kommt darauf an. Die richtige Bezeichnung wäre Schachfiguren mit eigenem Willen. Genau kann ich euch das nicht sagen, nur andeutungsweise. So, jetzt hier. Mal, jetzt haut er ab. Wollte ich gerade sagen, dass das mir schon seit Ewigkeiten auf dem Herzen liegt. Was, wenn die Maschine... Und darauf deutet relativ viel hin. Die Auslöschung herbeiführt. Deshalb sind wir diejenigen, die sterben müssen, damit alle anderen nicht sterben. Also gut, ich sag jetzt erstmal Tschüss und ich werde versuchen, zwischen den beiden Folgen alles zu verkaufen und einzukaufen. Warte mal, ja. Ich schau mal, ob ich da oben drin schlafen kann. Und wie gesagt, wir sehen uns. Und ich sag schon mal, bis bald und tschüss.